Haben wir wenigstens wieder einen Begleiter für die Tiere und alles. Und was läuft denn da hinten? Ist das ein Affe? Das ist ein Affe. Den lassen wir mal in Ruhe. Ah, guck an, hier ist schon mal dieses... Das Wasser, was ich auf der Karte gesehen habe, das ist hier. Okay, wir müssen uns jetzt also rechts halten. Rechts an dem Wasser entlang. Hier nehme ich noch ein bisschen Nordsee damit. Hartholz. Hartholz. Und Stein, wenn ich das noch mitnehmen kann. Gegenstand bereits mal. Ich verstehe nicht, dass ich immer so viele Sachen schon in der Tasche habe. Oh, da sind Yaks. Die lassen wir mal in Ruhe. Es wird hier immer so komisch rötlich. Ich weiß gar nicht warum. Bin ich hier gerade in der Blue Oyster Bar oder... war das so eine gute Idee, hier lang zu laufen? Ich fühle mich hier gerade sehr unwohl. Weil es gerade so ein bisschen, ja, dämmert. Weil ich weiß sogar gar nicht, ob es Nacht wird oder ob es Tag wird, weil es... Hier oben ist irgendwie immer so eine andere Vegetation, beziehungsweise... Okay, es ist Nacht. Okay, es ist Nacht und es wird echt arschdunkel gerade. Ich höre auch schon einen Wolf oder mehrere Wölfe. Dann schauen wir mal, dass wir hier mal dem Bach folgen. Wir müssen aber in die Richtung, ne? Ja, aber wir müssen natürlich... Ich folge einfach mal dem Bach hier. Vielleicht ist das ja richtig. Wenn nicht, müssen wir halt zurückgehen, aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Also vermute ich mal. Wir können hier auch hochklettern, sehe ich gerade. Ich kletter hier einfach mal hoch, mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück, dass da oben irgendwie ein Weg ist oder so, dass wir da lang gehen können. So. Oh, Glühwürmchen. Ah, wie niedlich. Glühwürmchen, ey. Lila Blatt nehmen wir natürlich mit. Aber ich frage mich immer noch, in dieser Höhle, wo wir gewesen sind, wo wir da diesen, ich sag mal, Anführungsstrichen, Hallo, Bossgegner besiegt haben, der uns da auch mal damals gefangen hat. Geht weg, ich hab Feuer. Geht weg, ich hab Feuer. Was da in der Höhle ist, ob wir da nochmal hinkommen. Wo wir da Gift eigentlich hätten machen sollen. Um da durchzulaufen. Weil er hat uns ja jetzt diese Tasche gegeben, damit wir da dieses Gegengift herstellen können. Da bin ich mal sehr gespannt. Ob wir da nochmal hinkommen. Lass uns echt einfach mal überraschen. Warte mal, ich schaue auf die Karte. Wir müssen rechts irgendwie lang. Unten ist ein Weg anscheinend. Ah, hier. Wenn man das als Weg bezeichnen kann. Ich brenne den Wolf einfach mal an. Ist ja egal. Oh, unser Bär brennt. Hey, du bist eine super Fackel. Bleib einfach mal so am Leuchten. So. Kaum zündet man die Wölfe an, weißt du, die feigen Drecksäcke und schon hauen sie ab. Ansonsten greifen sie... Oh. Hallo, mein Freund. Wo kommst du denn her? Sehr schön. Haben wir wunderbar gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ganz ehrlich. So, Tierfett haben wir auch. Das heißt, wir können wieder Speere herstellen. So. Aber wir haben nicht genug Tierfett. Das heißt, wir müssen echt zusehen, dass wir demnächst mal ein bisschen Tierfett bekommen. Von irgendwelchen kleinen Tieren, damit wir uns wieder die, ja, damit wir uns wieder die Speere herstellen können. Genug, wenn wir mal einen großen Kampf haben. Komischerweise ist... Achso, ich habe ja die... Ich frage mich die ganze Zeit, warum die Kälteanzeige nicht kommt, aber da, ich habe ja das Feuer an. Macht Sinn. Ich krabbel hier einfach mal alles ab und so. Ich, ja. Was wir mitnehmen können, können wir mit... Hallo. Naja. Ich weiß zwar nicht, was sie da macht, aber naja. Na gut.
Sehe ich das gerade richtig? Können wir irgendwas herstellen unten am Bildschirmrand? Tatsache. Streifenwollfelme bekommen. Karo Schütte können wir ausbauen. Wie geil. Okay, dann sollten wir das demnächst machen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal eine Hütte ausbauen können, weil wir ja so viel sammeln müssen noch. Nun gut. Das heißt also, wir können, lauf ich? Ja, ich laufe richtig. Glaube ich zumindest. Ich schau mal eben auf die Karte. Ja, wir laufen richtig, auf jeden Fall. Also geht's gleich da hinten irgendwie runter. Hey, warte mal, wenn schon die... Wenn die Ziegen schon einmal hier sind, können wir nämlich uns hier jetzt schon mal Tierfett holen. Fleisch, Ziegenfell, Tierfett mal zwei, sehr schön. Los, hol dir die Ziege, los. Hol dir die Ziege. Was ist das denn hier? Können wir das anzünden? Wie geil das auch manchmal aussieht. So, wo ist die Ziege hin? Wo hast du sie hingelegt? In der Nähe befindet sich eine Bestienmeisterjagd. Ja, ich weiß. Ich weiß aber nicht, ob ich dieses Mammut jetzt bekämpfen möchte. Um es halt zu zähmen. Die Frage ist, was kann denn dieses Mammut? Können wir da mal schauen, was das Mammut kann? Was das Mammut kann? Das Mammut steht hier gar nicht drin. Hm. Ich weiß nicht. Lebt das Mammut hier in der Höhle? Ich muss ganz ehrlich gestehen, mir ist es sehr ruhig. Also es ist ziemlich ruhig hier gerade. Also es ist sehr, wir sind gerade hier beim Walking Simulator. Die Frage ist, soll ich jetzt hier diesen... Sprich mit dem Venya-Jäger. Hm. Aber wir haben doch da das Leuchtfeuer. Ich vermute mal, das spielt sich wahrscheinlich auch hier ab. Deswegen können wir eigentlich... Wisst ihr was? Wir machen das mit dem Mammut einfach. Ich werde sowieso so oder so sterben gegen das Mammut. Bleib mal locker. Dazu muss ich aber echt ein paar Sachen hier ausrüsten. So, warte mal. Haben wir eine Feuerbombe hier? Ja, haben wir. Die möchte ich auch mal ausrüsten, denn ich glaube, wir werden definitiv Spaß kriegen. Hallo, mein Freund. Wieso Sperren zünden? Hä? Nein, kann ich Feuer löschen? Ja, kann ich. Du sollst mit ihm reden. So, jetzt aber. Oh, da ist das zornige Mammut. Hui! Ich, Mama Fshanchi, Urusim, Sishayu, Nasadaham. Ich bringe seinen Geist zurück nach Oros. Blutzahn-Mammut-Jagd hat begonnen. So, nutze Hinweise, um das Blutzahn-Mammut aufzuspüren. Okay. Oh, warte mal. Oh ja, ich muss ja streicheln. Ja, ich gehe jetzt auf die Jagd. Und da kann ich dich doch mitnehmen. So. Dann gehen wir mal schauen. Das heißt also, ich vermute mal, dass wir nach unten müssen. Weil das war ja unten gewesen. Da unten ist Mammut aber ordentlich aufgeräumt, so wie das aussieht. Was war das denn? Hör mal, dein Zwillingsbruder ist gerade da runtergefallen. Aber dein Zwillingsbruder ist gerade da abgenippelt. Was macht denn da? Geh mal da runter. Ich will das nochmal sehen. Geh nochmal da runter. Oh, der hat den Speer im Popo. So. Dann gehen wir mal nach unten und schauen uns das mal an. Hui. Kann ich den jetzt häuten? Wenn er schon einmal hier liegt? Den Zwillingsbruder? Ich gehe jetzt da, durch den Bären durch. Mhm. Okay. So.
Lalalalala. Ah, okay. Und, natürlich auf wundersame Art und Weise plöppt der Bär einfach hier auf. Natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Das ist so ein Wurstgame manchmal, ne? Es ist unglaublich. Nein, es ist schon ein cooles Spiel. So. Aha. Blutspuren von Mammut. Mal eben hier umschauen. Kann ich irgendwas sammeln hier? Bisschen Fleisch nehmen wir natürlich mit, weil wir schon einmal hier sind. Tasche ist voll, kannst nicht tragen. Mhm, ja, schön. Hat die aber auch aufgeräumt. Das kann ja lustig werden. Oh je, worauf habe ich mich da nur eingelassen, dieses Mammut jetzt zu jagen? Was ist das denn da hinten? Achso. Spieße verlangsamt Mammut. Ich sag mal, bist du mal. Was ein Agrobär? Voll am Ausrasten hier. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal hier den Spuren folge ich jetzt einfach mal weiter. Okay, wir können natürlich einfach runterklettern, aber ich gehe jetzt einfach ganz normal den Weg. Ich werde mal den Wegpunkt entfernen. Wir sind nämlich grandios an dem, ja, an dem Leuchtfeuer einfach mal vorbeigegangen. Boah, wie viele denn? Ach, guck mal, da ist Mammutjagd, da ist Mammutjagd, da oben ist Mammutjagd. Guck mal an. Toll, Großelch, super. Aber hier ist kein irgendwie noch irgendwie ein Außenposten, ne? Höhle der Knochen haben wir da übrigens noch. Lass ich mich sehr überraschen. Wo wir noch ein paar Außenposten haben. Es wird ein bisschen kalt gerade. Also nicht nur im Spiel, sondern auch hier gerade. Ich habe das Fenster noch so ein bisschen offen. Oh. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt hier Kundschaft kriegen. Aber nun gut. So. Hallo Ziege. Hö, was mache ich denn? Wieso schmeiße ich denn eine Feuerbombe? Bin ich doof. Ich wollte gar keine Feuerbombe schmeißen. Ich wollte eigentlich die Waffe wechseln. Ich bin irgendwie im anderen Spiel immer noch. Ich weiß gar nicht warum. So, der ist weg. Hö, greif ihn an. Greif ihn an. Los, hol ihn dir. Was, wer, wo? Was ist das denn da hinten? Huch. Wir müssen ihn mal eben heilen. Der hat nicht mehr so viel Leben. Was ist das denn? Was blubbert denn da? Ja, fein. Ich frage mich gerade, was da gerade so blubbert. Aber die Bestien legen sich aber auch permanent mit anderen Gegnern an, ne? Höh! Oh, wir kriegen Gesellschaft. Aua. Hallo, mein Freund. Versteck dich doch nicht. Na, bleib doch hier. Du hast doch was im Rücken. Das war ein Speer. Darf ich mal eben wissen, wo jetzt die Mammutspur hin... Aua! Sag mal, wer wirft denn hier? Wer... Ach, da! Mach den mal alle. So. Den... Hä? Wieso kommt denn da schon wieder einer? Was ist denn hier los? Und was blubbert? Da kann ich nicht mal in Ruhe... Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier los? Wer schießt denn da Giftpfeile? Wo ist der? Ach, da! Du kleiner Penner! Komm da raus, du kleiner Penner! Ich glaub's ja wohl.
Ich komme überhaupt nicht vorwärts. Jetzt stehe ich hier gleich wieder rum und gleich spawnen wieder neue Gegner, oder was? Hä, wieso, wieso? Wieso bin ich denn... Ach, hier, das Wasser. Kann das sein, dass das Wasser das ist? Ja, das ist das Wasser, okay. Sollte vielleicht nicht in der Nähe von dem Wasser bleiben. Ich muss mal eben ihn hier heilen. Na, komm her. Hallo. Da mal. Hallo. Du hast komisch blinkende Augen. Wie gruselig. Gruselig. So. Ah, da sind die Blutspuren. Von dem Mammut. Hier müssen wir mal eben was schauen. Wenn ja zerquetscht, andere wenn ja fliehen. Viele Fußspuren. Aber wo führen die Fußspuren hin? Da müssen wir mal schauen. Ach, der gehört zu uns. Ist der neue Tanz? Yeah. Fuß nach oben, links und rechts und links und rechts und links und rechts und links und rechts. Und jetzt nochmal von oben und nochmal andere Seite. Und rechts und links und rechts und links. Alter, wie geil. Ich glaube, wir gehen richtig. Ich glaube, wir nähern uns unserem Zielgebiet. Die Fußspuren führen hier lang. Na, dann gucken wir mal. Meine Damen und Herren, willkommen in den Alpen. Ja. Sehr schön malerisch gelegene Berge. Sehr schöner Wald, Wolfsgeheule und ganz große Mammuts entdecken Sie hier. Zu Ihrer Linken sehen Sie weitere Fußspuren, die wir weiter folgen werden. Ja, es geht hier lang. Definitiv. Da könnte ich jetzt noch ein bisschen abgrasen und farmen, aber naja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Gehen wir mal hier weiter. Oh, mir juckt meine Nase. Ich glaube, hier kann ich schon mal was untersuchen, ne, oder? Ne, doch nicht. Oh Mann, oh, da oben läuft jemand. Gehört der zu uns? Ja, der gehört zu uns. Vielleicht kann er uns ja helfen. Wenn wir schon einmal hier gegen das Mammut kämpfen jetzt wollen, also gegen das Mammut kämpfen wollen, dann könnte er uns ja theoretischerweise eigentlich helfen. Also eigentlich. Naja. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier war der Kampf, glaube ich, vorhin. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich lang muss. Ich versuche mal... Ich glaube, der Kumpel liegt schon ein bisschen länger hier, weil er blau ist. Ich glaube, der hat ein bisschen zu viel auch getrunken. Gehe ich hier jetzt richtig hier lang? Ich weiß es gar nicht. Ich habe die Spur irgendwie verloren. Ich bin kein guter Spurensucher. Ich drücke mal Dreieck zum Springen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß gar nicht, von welchem Spiel ich mal Dreieck drücke zum Springen. Oh Gott. Ach, guck mal, da unten waren wir gerade gewesen. Da waren diese doofen... Blubberbläschen. Aber hier ist doch definitiv nicht richtig, oder? Oder müssen wir weiter nach oben? Ich kann mir das schwer vorstellen. Aber man weiß ja bei diesem Spiel nie, wo wir hin müssen. Ich habe die Spur verloren. Ich finde dieses Mammut niemals. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wo lang. Also die Spur führt auf jeden Fall hier hin. Dann ist das Mammut da irgendwie lang gelaufen. Da, hat da aufgeräumt. Geht die Spur denn hier hoch oder so? Also hier hoch geht die Spur schon mal nicht. Also es ist auf jeden Fall hier hoch gelaufen. So, dann sind die Fußspuren auf jeden Fall hier. Hier hat es auch aufgeräumt, das Mammut. Hier auch ein bisschen. Hier sind noch ein paar Spuren. Hier, hier, hier. Hier auch. Ja, hier so ein bisschen. Aber hier hört es dann irgendwie auf. Und ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt nach oben muss. Ich schau mal auf die Karte, ob da irgendwas steht. Ich glaube, wir müssen echt dahin. Oder? Warte mal. Ne, von da sind wir gekommen, ne? Kann das sein? Aktuelles Ziel. Mhm.
Das wäre dann in die Richtung. Was ein Quatsch. Warte mal, ich kletter mal hier rauf. Mal gucken, vielleicht... Vielleicht bin ich ja dann hier richtig. Ich schau mal. Vielleicht sagt er aber auch gleich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das eine schlechte Mechanik. Was? Was war das denn? Natürlich! Natürlich, er macht gar keinen Greif... Natürlich, lass mich doch einfach... Na klar! Lass mich doch einfach mal los! Alter, das gibt's doch gar nicht. Ist das eine schlechte Mechanik? Also, es ist nicht so gut wie bei Uncharted oder sonst irgendwie wo. So, ich kletter jetzt einfach mal hier rauf, um mal zu gucken. Vielleicht habe ich ja Glück und finde hier weitere Spuren. Was ich stark bezweifle. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, wir kommen hier wieder komplett zurück. Oh, das ist doch so lächerlich. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir hin müssen. Warte mal, ich kletter hier nochmal. Ich kletter hier nochmal runter. Weil dann gehen wir ja komplett weg wieder von dem... Kann ich jetzt da... Ah, kann ich. Ja, kann ich. Sehr schön. Geronimo! Aua, aua. Ja, okay, super. So. Ja, mir ist kalt, ich weiß. Ich setze mich mal so lange ans Feuer. Damit ein bisschen hier, damit wir nicht erfrieren. Aber es gibt's doch gar nicht. Ja, nutze die Hinweise, um das Blutzahnmammut aufzuspüren. So. Kälte vorbei. Vielleicht müssen wir auch komplett runter. Hallo Freunde. Wie sieht's aus? Meinst du, es fällt auf, wenn einer fehlt? Dem juckt das gar nicht da hinten. Der geht einfach weiter. Der guckt sich gar nicht um oder so. Vielleicht ist Mammut auch in die Richtung gegangen. Ja, von den Füßen her kommt das hin, dass es in die... Aber wieso sind wir denn da raufgegangen? Hä? Schnall ich irgendwie nicht. Okay, pass auf, dann gehen wir nochmal runter. Weil es sieht ja förmlich danach aus, als wäre es, als würde es nach unten gehen. Aber wir waren doch unten. Deswegen verstehe ich das Ganze gerade irgendwie nicht, wie wir nach unten gehen. Hä? Oder müssen wir da hin? Okay, ich mache mir mal einen Wegpunkt nach da. Vielleicht hilft uns das ein bisschen weiter, dass wir dorthin kommen, wo wir hinwollen. So, ich schau mal, ist hier noch ein... Ah, hier ist noch ein Enterhaken. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, das kann auch einem sehr, sehr schwindelig werden bei dem Spiel. Mit dem Klettern und so. So. Hier sind wieder diese... Was? Was ist hier los? Hallo? Ich habe keine Zeit für irgendwas. Überhaupt nicht. So. Dann schauen wir mal. Ah, das sieht schon besser aus. Doof natürlich, wenn jetzt da gleich irgendwie, welche von den Udam kommen noch dabei. Laufen wir? Ja, wir laufen richtig. Boah, wie cool das hier aussieht. Mit dem, boah, mit der, alter Schwede. Was? Hör! Boah, geh doch, natürlich. Lauf mir doch in den Pfeil rein. Du dämlicher Bär. Okay, der haut ab. Sehr schön. So. Das war nur ein Ziel. Aua, aua, was? Du dämlicher Dachs. Ich glaub's ja wohl. Du hast doch wohl gelitten, hast du doch. Untersuch die Umgebung. Ja, machen wir. Achso, warte mal. Ich musste hier... Hallo, untersuchen. Er ist zu langsam. Mammut zerquetscht Herde. Ich glaube, wir müssen da lang. Da, wo die hinten... Da laufen schon wieder welche da hinten. Sind das nur zwei?
Survival! Die wollten gegen irgendwas kämpfen. Hätte ich sie mal gelassen. Verdammt. Da war ich einfach zu schnell. Ach, hier sind Benja. Wie gut, da haben wir ihn wenigstens gerettet. Boah, Hammer. Wie mega krass das hier ist. Was können wir denn da machen? Können wir das kaputt schießen oder warum leuchtet das so komisch gelb? Warum leuchtet das denn so komisch gelb? Normalerweise ja gelb, wenn du irgendwas damit machen kannst, genau wie hier auch. Oh, können wir damit das Mammut erschlagen? Die Frage ist nur wie. Blutfrisch Eisfallen. Ah, okay. Mammut Schmerz. Oh, ich glaube, wir sind fast dran. Gibt's hier nochmal irgendwo Feuer, wo ich mich aufwärmen kann? Da oben. Ich gehe mir nochmal eben. Die Musik wird schon dramatisch. Hallo? Die Musik wird schon dramatisch. Ich wärme mich mal eben hier an dem Feuer auf. Ach, guck mal, eine Beutetasche. Du sollst nicht den Speer anzünden. Ja, die Musik vermag schon bedeuten, dass wir in der Nähe sind. Was ist das denn da? Was ist das? Sind das Fallen? Ah, okay, es geht los. Alles klar, wir sind da. Wir sind definitiv da. Kleinen Moment. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie mache ich das jetzt? Es läuft auf jeden Fall in die Falle. Das ist sehr schön. Für uns vor allen Dingen. Ich bräuchte aber noch definitiv Speere oder so. Aber ich kann keine mehr bauen. Na! Wir müssen unseren. Nein, komm her! Du sollst herkommen. Ich muss dich heilen. Bleib hier. So, das klappt eigentlich ganz gut. Wir haben das Mammut schon ganz gut runtergekriegt. Also, läuft. So, das sieht echt gut aus für uns auch. Mal gucken. Vielleicht können wir ja echt. Was machen die denn hier? Willst du mich verarschen? Wo ist denn der? Was machen die denn? Alter, das gibt's doch gar nicht. Ja, natürlich, genau. Und jetzt kommt ihr auch noch hin, oder was? Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier los? Ich bin verwirrt. Was hier abgeht. Wir müssen das Mammut jagen und die gehen uns auf den Sender, oder was? Ich glaub's ja wohl. Aber wir brauchen Tierhaut unbedingt. Wäre natürlich super, wenn wir jetzt nochmal. Ah, komm mal an! Ja, komm her! Na komm her, du Sau! Feiges Huhn! Du feiges Huhn! Greif ihn an! Los, greif ihn an! Aha, das war's mit dir schon mal. Sehr schön. Wie aber auch abhaut, ne? Der Drecksack. Komm her. Komm her, Survival. Das gibt's doch nicht. Wo ist er hin? Los, 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 los. Sehr schön. Können wir dich auch nochmal heilen? Hallo? Heile. Was? Einfach aus dem Bild gauen, habe ich den Typen. Komm her, ich müsste dich mal irgendwie ein bisschen heilen. Ja, der haut immer ab, das gibt's doch gar nicht. Hallo, bleib doch mal hier. Und wir müssen gucken, wo das Mammut hingegangen ist.
Weil wir müssen ja das Mammut weiterjagen. Das ist ja unsere Hauptaufgabe. Aber irgendwie steht es oben am Bildschirmrand nicht mehr. Bin ich, Hä? Ach, jetzt müssen wir wieder dahin, oder was?